Hallihallo, Hallöli, ihr seid mal wieder bei den Lebensabenteurer und heute gibt es ein neues Unboxing von einem Industriestaubsauger der Marke Einhell Expert TEVC2025SACL. Das ist so ein langer Name, da habe ich mir schon fast die Zunge abgebrochen, aber wir werden trotzdem mal rausfinden, ob das ein gutes Gerät ist oder ein gutes Gerät. Ja, dann schneiden wir die ganze Sache einmal auf. Zack, zack. Und. Nee, wir können leider kein Unboxing machen. Es möchte nicht aufgehen. Okay, wir probieren es trotzdem nochmal. Heieiei, Heilack, zack, das ist aber auch drin. Ah, da merkt man den alten Handwerker. Doppelt gesichert hält besser. So. Was kommt denn jetzt schon? Uiuiuiui. Nicht drüber fliegen, nicht drüber fliegen. So. Klappe auf. Affe tot. Ja, da fliegt uns schon einiges entgegen. Okay, wir nehmen die Spannung nochmal zurück. Was erwartet uns heute eigentlich? Also wir haben hier einen Industriestaubsauger der Extraklasse, der sogar Gipsstaub, also den feinsten Staub einatmen bzw. einsaugen kann. Und es gibt ja nicht viele Industriestaubsauger, die damit umgehen können. Was mir am besten an diesem Gerät gefällt, ist, dass wir 25 Liter Fassungsvermögen haben. Wir haben eine Steckdose auf dem Industriestaubsauger, die eine Automatikfunktion hat und hinterherläuft. Was ja an sich immer sehr, sehr gut ist, wenn man eben andere Geräte mit anschließen möchte, einfach den Schnorchel drauf und man muss nicht permanent die Sägespäne einatmen. Das ganze Gerät ist vor allem auch auf Allergiker konzipiert worden. Und genau das wollen wir auch testen, ob es wirklich die feinen Stäube so gut aufnimmt, wie wir eben denken. Also dieses Filter-Cleaning-System, was eingebaut ist, das ist halt eben was ganz was Besonderes. Der Tank, wo ihr eben hineinsaugt, ist aus Edelstahl, also er kann schon mal nicht rosten, weil an der Baustelle, muss man ehrlich sagen, ist es trotzdem immer wieder, dass du auch leicht nasse Gegenstände hast, die du dann einsaugst, solltest du nicht, ist aber möglich. Wir haben an der Steckdose, also wenn ihr andere Geräte an die Steckdose eben von eurem Staubsauger anschließen wollt, könnt ihr nochmal 2000 Watt auf 16 Ampere Basis abnehmen. Ihr könnt nicht nur einsaugen, sondern auch blasen. Das ist immer dann wichtig, wenn jetzt zum Beispiel sich irgendwas verstopft hat, also zu viele Haare oder irgendwas Größeres, also Tapetenreste oder sonstiges, dann macht ihr wieder die Blow-Funktion, es pustet sich wieder nach außen raus oder ihr kommt an irgendeine Ecke nicht hin und ihr könnt aus der Ecke wieder was rauspusten. Ihr habt eine Funktion, wo ihr stufenlos, und das finde ich so wichtig, dass ihr eben stufenlos regulieren könnt, wie stark er einsaugt oder eben auch bläst. Ein weiterer wichtiger Effekt ist, dass eben dieser Industriestaubsauger einen Schlauch hat, der aus der Heavy-Duty-Abteilung kommt. Also wirklich, auch wenn man mal drauf latscht mit seinen Füßen, was ja auf der Baustelle, hey Stift, latscht da nicht auf diesen Schlauch, sonst ist er hier. Und da hast du einfach einen super Schlauch, weil wenn man halt eben Handkreissäge oder Schlitzfräse oder sonstiges arbeiten will, dann muss einfach ein Staubsauger hinten dran in Innenräumen, ansonsten erstickst du einfach und du bist halt einfach tot. Das bringt einem ja alles nichts. Also der Staubsauger selber ist die Staubklasse L nach Euronorm. Also das kann er eben filtern, auf das lasst ihr euch ein. Was er auch noch hat, das ist ein Filterreinigungssystem, wo eben, wie vorher schon beschrieben, mit sogar Gipsstaub zurechtkommt. Und das ist eben diese Besonderheit. Aber jetzt wollen wir euch nicht mehr länger auf die Folter spannen und holen den auch raus. Nochmal ganz kurz, 25 Liter, es ist ein Rundfilter innen drinnen und den kann man eben auch an Ort und Stelle reinigen.
Das ist auch ein Vorteil. Er saugt mit 200 Millibar. Er hat einen 3 Meter langen Schlauch, der 36 Millimeter breit ist. Und ja, aber jetzt schauen wir uns das ganze Ding mal an. So, dann heb ich den jetzt mal hier so hoch, dass euch das nicht alles entgegenfliegt. Und dann werden wir da mal sehen, ob wir was zusammenbauen können auf dieser Baustelle. So, wie immer haben wir beim Unboxing natürlich die Betriebsanleitung, die wir erst einmal ganz weit weglegen von uns. Da könnt ja jeder daherkommen. So, als nächstes, was uns gleich oben begegnet, fürs normale Staubsaugen. Falls die Hausfrau daheim auch mal damit saugen möchte, passt es auch. So, legen wir einmal nach unten. So, das Staubsaugerrohr. Oh, in einer matten Optik. Sehr schick. Wenn man da drauf drückt, dann kann man das Längen verstellen. Das ist schon mal eine super Sache. Und man muss ehrlich zugeben, also astrein verarbeitet. Also ich möchte das gleich nochmal machen, weil es so schön war. Hört ihr das? Es ist ein traumhafter Sound. Es ist praktisch der Ferrari unter den Ausziehmechanismen. Ich heb mal schon mal den ganzen Müll da ein bisschen auf. Oh ja, jetzt kommt das große Gerät. Dann nehmen wir mal die kleine Box hier noch raus. Nochmal ein Aufsatz. Schön in die... Das ist fast wie eine Massagebürste. Ne? Da könnt ihr euch dann, falls ihr von der Arbeit gestresst seid, könnt ihr euch auch noch ein bisschen massieren. Aber das ist die kleine Bürste. Legen wir mal auf die Seite. So, was haben wir hier noch? Unseren Haltegriff. Kommt auch hier hin. Ja, wie viele Rohre gibt es denn da? Das ist ja wunderbar. Hier nochmal ein Röhrchen. Mhm. Da können wir das dann alles ineinander schieben. Das wird ein ordentliches Rohr. Das ist super. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den da rausbringen. Aha, da ist gleich ein Stab entgegengeflogen. Den werden wir wahrscheinlich auch für irgendwas brauchen. So, legen wir auf die Seite. Ich möchte jetzt wissen, ob das wirklich einfach aufzubauen ist oder eben nicht. Zwei Räder. Oder ob man erst einmal eine Stunde lang die Betriebsanleitung lesen muss. Deswegen lese ich diese Sachen vorher auch immer nicht durch, weil es bringt ja nichts, wenn ihr jetzt daheim sitzt, ne, und einen ganzen Tag lang braucht. Und wenn ich hier erstmal abkacke, dann habt ihr was zum Lachen und ich habe was zum Tun. Ne? Wir haben ja nichts zu machen. So, dann nehmen wir ihn einmal runter. So, dann kommt der hier hoch. So, also, was kann man als erstes sehen bei dem Gerät? Also, was wir mal sehen können, wir haben eine ordentliche Kabel. Der hat eine gute Qualität, also auch dicker. Man merkt auch, also von der Flexibilität, ein sehr gutes Material. Ja, Schokostecker. Und tadadada, wir haben eine ordentliche Länge. Was ja auch schlussendlich nicht unwichtig ist. Von den Griffen hier, die kann man verstellen. Das machen wir gerade nicht, sondern wir schauen mal, ob wir den anderen da gleich anbauen können. Der wird da drauf gedrückt und dann hält der schon. Dann können wir ihn da so rumtragen. Was mich fasziniert, der ist gar nicht so schwer. Ich hätte jetzt durch das, dass der an sich jetzt wirklich stabil wirkt, hätte ich den jetzt als erst einmal viel schwerer eingeschätzt. Bin ich ehrlich. Aber der ist gar nicht so schwer. So, dann drehen wir einmal um. Also hier seht ihr schon vom Filter. Dann habt ihr Open, Close. Naja, da werden wir ja dann nochmal sehen, was da so passiert. Ne? Also einmal umdrehen, nochmal von vorne zeigen. Wir sehen ja schon mal einiges. Also hier die Steckdose, hier hoch, runter, einschalten, Automatik. Hier ist der Pustefix, hier kann man rauspusten, alles Mögliche. Aber das beschreiben wir alles noch genau. Jetzt machen wir das Ding erstmal auf, was da so drin ist. Wenn es so komisch knackt, macht euch überhaupt keine Gedanken. Das gehört sich anscheinend so. Innen drin, da seht ihr jetzt schon den Filter. Das ist echt ein ordentliches Teil. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass der was leistet. Hier ist eben Öffnen, hier ist Schließen. Wenn ihr den eben öffnet,
könnt ihr den rausnehmen und könnt ihn dann mit dem Gebläse wieder sauber blasen und dann wieder einsetzen. Naja, probieren wir es halt mal kurz aus. Man soll ja nicht, weißt du, auf das letzte funktioniert es dann noch, das Ding. So, und nimmt ihn raus. Das ist relativ einfach, würde ich sagen. So, dann steckt man wieder drauf, weil momentan ist er noch nicht dreckig. Und dann verschließt man wieder. So, gut, das hält schon mal. So, wenn wir den jetzt mal auf die Seite stellen, ohne dass wir ihn runterwerfen. Das wäre schon mal der Anfang. Was haben wir denn noch alles? Radkappen. Nochmal eine Radkappe. So, jetzt kommt ein 3 Meter langer Schlauch, der besonders stabil ist. Dann kann man auch auf den Boden legen. So, dann haben wir nochmal eine Düse. Dann so eine Anschlussdüse, ne? Also dass man alles sich anschließen kann von den Einhellgeräten. Dann haben wir 2 kleine Reifen, dass man schön rumziehen kann. Wir haben eine Filtertüte. Und wir haben noch das Einbaumaterial, das wir benötigen, um es festzumachen. Und wir haben hier noch einen Verschlussdeckel. Und wir haben noch einen zusätzlichen Filter. Und jetzt schauen wir mal, wo die ganzen Sachen an sich hinkommen und was sich uns selbst erschließt und wo wir dann eben nochmal nachschauen müssen. So, dann nehmen wir den nochmal kurz nach unten, weil der bringt uns gerade nichts. Und stellen den mal auf die Seite. So, das erste, was wir natürlich machen wollen, das ist unsere Reifen einbauen. Und dieser Stab wird halt separat geliefert. Der kommt jetzt erstmal hier durch. Ja. Der kommt hier durch. Ich sag das nochmal. Der kommt hier durch. Gehst du jetzt durch? Komm schon. Du musst doch hier irgendwie durchgehen. Nein, ich wehr mich. Jetzt werde ich nicht. Ah, jetzt. Ja. Das kann ein bisschen haken. Das kann ein bisschen haken. So. Wahrscheinlich kommen hier diese Reifen hin. Würde ich mal vermuten. Weil große Reifen zu den großen Löchern. Ich tue das nochmal auf die Seite, dann könnt ihr das sehen. Dann kann zwar ich nichts sehen, aber ich werde das schon irgendwie blind hinbekommen. So, dann habt ihr hier in diesem kleinen Tütchen habt ihr die Splinte und die Beilagscheiben. So, das öffnen wir mal als erstes. Werfen das da drauf. Eine Beilagscheibe anscheinend nach innen, würde ich sagen. Und eine Beilagscheibe nach außen. So. Und dann kommt da ein Splint drauf. Da muss ich jetzt mal auf die Seite wackeln. Ansonsten sieht man das Ganze natürlich nicht. So. Dann das hier noch drüber. Und dann hängt das schon drinnen. Das ist super. Das andere Radl, das mache ich jetzt noch schnell drauf, weil wir wollen den ja auch dann später benutzen. Wir bauen ja gerade einen riesigen Schiffscontainer hier aus zu einem mobilen Tiny Home, also zu einem Energiesparhaus. Und da brauchen wir natürlich auch einen Industriestaubsauger. Ansonsten würde das nämlich alles gar nicht funktionieren. Und das ist besonders wichtig. So, dass das auch relativ cool aussieht, habt ihr da so ganz coole, ja, Niederquerschnittsreifenabdeckungskapsel. Und die kommen genau an diese Stücke, würde ich jetzt mal tippen. Und wenn wir die da drauf tun, ich hoffe, das geht. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Es läuft nur noch nicht ganz. Aus irgendeinem Grund läuft das noch nicht. Na komm. Das kann doch nicht so schwer sein. Oder doch? Es kann. Und wenn es kann, dann kann es. Also, wenn Gewalt nicht hilft, hilft vielleicht mehr Gewalt. Oder hilft das schon? Hebt das? Nein, das hebt noch nicht. So, jetzt. Okay, jetzt ist es hineingerutscht. So, dann brauchen wir natürlich noch unsere anderen Reifen. Die müssen oben drauf. Die holen wir hier mal. Das sehen wir von oben, das sind die kleinen Aussparungen. Reifen 1.
kann man die irgendwie fixieren. So, dann müsst ihr mit einem ordentlichen Schmackes, müsst ihr da einmal draufhauen. Ich mache das hier noch mal kurz vor. Aha, der besucht uns gerade noch einen Traktor. Und drauf. Bei einer Einwohnerdichte von 0,01 Einwohner pro Quadratkilometer muss natürlich jetzt jemand vorbeifahren. Ist klar, ne? Das ist Murphy's Law. So, nachdem wir jetzt natürlich schon die super Räder haben, könnte der schon davonfahren. Das ist ja ein bisschen wie ein Ferrari, ne? Das ist schon super. So, gucken wir mal. Ah ja, wir haben ja unsere andere Radkappe noch gar nicht. Seht ihr den Unterschied mit Radkappe? Ohne Radkappe, ja, das können wir unmöglich lassen. Ohne Radkappe, das geht auf gar keinen Fall. Beim zweiten Mal, da traut man sich schon mehr. Also ihr müsst wirklich ordentlich zudrücken. Sonst funktioniert das nicht. So, dann gucken wir mal, was wir hier schon mal mit unserem Absaugwilli machen können. Also wir haben hier den Absaugwilli. Wir geben das drauf. So, dann haben wir hier schon mal das eine Rohr befestigt und gucken dann weiter, wie es dann eben weiterläuft. So, Nummer 1. Jetzt brauchen wir mal unseren Absaugschlauch. Der wäre hier an der Front. So, Soderlein. Da würde ich mal tippen. Da könnt ihr mal mit zuschauen. Also hier unten hält es nicht, ne? Verkehrtes Loch. Oben, also hier schraubt er den Schlauch auf. So. Schlauch ist dran. So, jetzt sieht es doch nahe schon wie ein Staubsauger aus, wenn er nicht die ganze Zeit davon fahren würde. Für hier unten, das ist der Ablass, also da, wo ihr eben auch wieder den Schmutz auslassen könnt, da kommt dieses Abdeck. Ja, dieses Abdeckteil. Also dieser Verschluss drauf, dass ich hier jetzt auch von Einhell nicht geschlagen werde, ne? Weil ich hier mal wieder nur die Hälfte der Teile verbaue. Ja, nicht nur einfach diesen Griff hier drauf stecken, sondern natürlich auch verschrauben. Das ist ja logisch, sonst würde das auch wieder abgehen. Also da habt ihr hier innen drinnen, wenn ihr das aufdrückt, also von dieser Seite, habt ihr hier nochmal die Konterung nach oben. Also da geht ihr einfach her. Schraubt es drauf. So. Und schon kann sich dieser Griff auch nicht mehr lösen. Der Riesenfilter ist da. Der Riesenfilter wird hier eingelegt. Loch, Rohr. Okay, alles klar. Von unten nach oben einfach aufdrücken. Wie eigentlich bei jedem anderen auch. Und nach vorne. Und da ist wie so eine kleine Lasche, wenn hier diese Mücke nicht wäre. Schweden, ne? Schweden und Mücken, das ist so ein Thema, ne? Da möchtest du irgendwas erklären und dann macht sie die ganze Zeit bzz, 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 Mitschitz, irgendwie beißen sie dich von unten und oben. Aber die könnten wir mit dem neuen Einhell-Staubsauger alle wegsaugen. Das ist super. So, jetzt legt ihr den schön hier an den Rand. Warum an den Rand? Ich muss hier nochmal ein paar mehr Bremsen bauen, um nochmal die unterschiedlichen Funktionen zu erklären. Und nicht nur, wie man es anbringt. Das ist diesen Staubbeutel, den legt ihr immer dann ein, wenn besonders feiner Staub oder starke Verschmutzungen da sind. Ansonsten braucht ihr den eigentlich nicht. Und ihr könnt direkt in den Edelstahlbehälter hineinsaugen. Also das für sehr, sehr feinen Staub, dass es halt eben nicht durch jede Pore durchkommt, wie jetzt zum Beispiel bei Gips. Wenn ihr trocken saugt, dann benutzt ihr diesen Filter. Wenn ihr aber nass saugt, dann öffnet ihr hier, zieht diesen Filter ab, dann lege ich den mal kurz da oben drauf und dann nehmt ihr den Nasssaugefilter, also das ist dieser schwarze Filter, und dann zieht ihr den da oben drüber, so gut es geht, und arretiert den eben da unten schön noch einmal nachziehen. Und das ist der Nasssaugefilter. Also das müsst ihr unbedingt verändern, ansonsten geht die Maschine kaputt. Also nochmal, Nasssaugen, Trockensaugen. Bei normalen Verschmutzungen ohne Sack, bei
unheimlich feinen Stäuben oder sehr, sehr starker Verschmutzung den Staubauffangsack. So, das ist erstmal die ganze Grundthematik. Was wir jetzt als erstes brauchen, deswegen baue ich den nochmal kurz runter und stecke eben unseren Aufsatz wieder drauf. Das ist erstmal ganz normale, ja, ganz normale Stäube. Also wir haben jetzt Eisenstaub und. Der muss jetzt erstmal weg, also vom Flexen. Und deswegen bauen wir das gleich mal drauf. Dann bauen wir ihn einmal zusammen. So, da es hier ein bisschen abschüssig ist bei uns, muss ich immer wieder was drunter legen, weil sonst läuft die ganze Sache nicht. Also, ihr zieht ihn wieder einmal nach oben, dann ist er eingehakt. So, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wenn ihr Staub saugen wollt, ist das euer Ausgangsbereich. Nasssaugen, Trockensaugen, Gipsstaub, alles Mögliche. Hier könnt ihr von minimal zum Maximalen kommen. Ihr könnt hier jetzt zum Beispiel eure Kreissäge einstecken, wenn die mit elektrischem Strom läuft. 9,6 Ampere maximal bei 2200 Watt. Angegeben wird in der Verpackung 16 Ampere. Hier steht 9,6 Ampere. Jetzt müsste man natürlich wissen, was richtig ist. Ich weiß es nicht. Müsste man ausprobieren. Ihr habt einmal den Normalmodus und den Automatikmodus, wo er dann eben selbstständig merkt, ist entweder Nasssaugen dran oder Trockensaugen. Und dann drehen wir ihn einmal nochmal um, weil da will ich euch nochmal was zeigen. So, wenn ihr jetzt blasen wollt, ne, dann müsst ihr das erstmal von hinten den Schlauch runterschrauben und ihr schraubt den hier drauf. Ich halte es mal schräg. Dann habt ihr hier so einen kleinen Knopf. Merkt ihr? Hört ihr den? Der geht da nach innen rein. Und wenn ihr das drauf schraubt, so, dann klickt dieser kleine Hebel nach innen. Und das ist nämlich ideal, weil wenn ihr jetzt dann anmacht, dann habt ihr hier vorne nochmal, habt ihr den An-Button, entweder auf An oder auf Auto. Und wenn ihr dann, natürlich müsst ihr auf Anmachen und ihr geht dann auf Pustefix. Und dann macht er Pustefix. Dann fixt er und pustet eine Runde. Ne? So, aber da der auch pusten können muss, bauen wir den Schlauch noch mal kurz runter und dass ihr auch wirklich die komplette Maschine kennenlernt. So, das wo mal der. So, dann geht es hier auf Open. Und dann nehmt ihr das, das ist wirklich ein bisschen streng drin. So, nehmt ihr das raus und da ist dann nochmal der Filter fürs Blasen. Also, dass alles an sich geschützt ist und darüber geht dann eben die Öffnung. Ne? So, ihr könnt es dann wieder hier einbauen. Also von oben reinklemmen. So, und dann wird es wieder reingedrückt. Das ist über Kopf ein bisschen schwierig. So. Ja, das ist echt ein bisschen über Kopf schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. So, jetzt bin ich, glaube ich, richtig drin. Ja, so. Und wieder rein und dann auf Close. So, dann ist es wieder verschlossen. Das ist an sich alles, was es über diesen wunderbaren Staubsauger zu wissen gibt. 1200 Watt hat er Saugleistung. Der gute Freund und braucht einen ganz normalen 240 Volt Anschluss. Und ja, ich hoffe, ihr seid mit diesem Gerät zufrieden. Und wir werden den jetzt mal austesten und zeigen euch dann noch einige Bilder beim Test, ob der auch wirklich so gut gelaufen ist, wie er uns angekündigt wurde. So. Ich nehme hier mal den riesengroßen Schlauch, nehme den nochmal rüber und wir gucken auch nochmal, ob der gleich direkt auf die Einhellgeräte passt. Und siehe da, ding, ding. Jetzt mit unserer Akkukreissäge könnten wir ganz normal arbeiten und es wird sofort absaugen. Das ist wirklich super an den Einhellgeräten, da einfach alles zusammenpasst. Und das liebe ich an diesen Geräten durch und durch. Also auch diese Aufsatzdüsen, ne? Also dass du das immer wieder hernehmen kannst, auch für andere Geräte, also dass Adapter mit beigelegt werden. Das ist auch nicht bei jedem Industriestaubsauger. Ihr könnt vorne die Aufsätze drauf und einfach lossaugen. Klein, groß,
alles funktioniert, alles klemmt gut. Und das Gleiche ist natürlich auch noch bei eurem super Pustefix auch wieder. Also, es ist relativ einfach. Trotzdem wollen wir euch ein paar Live-Bilder nicht vorenthalten. Und dann schauen wir mal, wie er euch im Praxistest gefällt. So, jetzt ist er gerade in Action und man erlebt schon, dass er gar nicht so laut ist, wie man eigentlich denkt. Und die Frau macht natürlich einen herausragenden Job. Und wir haben noch ein paar Korrekturen. Frau, übernimm noch mal kurz die Kamera. Wir müssen noch ein paar Ergänzungen machen. Ich muss mal noch mal was revidieren, dass wir anscheinend, da wir ja keine Gebrauchsanweisungen lesen, nicht ganz kapiert haben. Wir haben ja hier oben diesen Pustefix-Knopf, habe ich gesagt, aber das stimmt nicht. Also, wenn ihr den Schlauch von vorne nach hinten abbaut, da wo man eben blasen kann, also da wo es rausbläst, dann macht ihr einfach auf an und es bläst. So. Aber die Frage ist ja, ich weiß, ein Container ist nicht ideal, um hier einen Staubsauger mit Rädern abzustellen. Aber für was ist dieses Teil da oben? Und was ich noch rausgefunden habe, weil wir es jetzt einmal ausprobiert haben, das ist, wenn ihr den Filter reinigen wollt, dann habt ihr den Schlauch vorne, also beim Staubsaugen, angeschlossen. Und dann könnt ihr von oben drauf gehen. Und am besten funktioniert das Ganze natürlich, also wenn ihr ansaugt, dann kann sich der Staub befreien, aber ihr könnt es dann auch einmal ausprobieren, das haben wir auch gemacht gehabt und das hat den Filter zum Beispiel wieder gut gereinigt, wenn ihr mit Blasen drauf geht. Also dass ihr einmal richtig durchblast, dass der Filter sich wieder befreit von dem Dreck und dann passt es. Was wir noch rausgefunden gehabt haben, das ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Kreissäge anschließt und wir haben ja die komplette Akkuserie von Einhell bekommen und das funktioniert natürlich nicht, weil dann ist keine elektrische Verbindung da. Ich schalte die Handkreissäge ein, habe auf Auto gestellt und der schaltet sich nicht ein. Warum schaltet er sich nicht ein? Ganz einfach. Wenn ich ein elektronisches Gerät habe und ich stecke es hierüber ein, dann, wenn ich es auf Auto stelle, also auf diese Funktion, und hier wird Strom abgezapft, dann schaltet automatisch, solange meine Kreissäge arbeitet, also Strom zieht von der Steckdose, so lange schaltet dann eben auch der Staubsauger ein und saugt dann eben den Holzstaub ein. Ich schalte die Handkreissäge aus und beide Maschinen stehen dann wieder still. Das ist natürlich eine geniale Funktion, aber da jetzt alles auf Akkubasis läuft, harmoniert es jetzt nicht mehr miteinander. Das ist ein bisschen schräg, wenn ich ganz ehrlich bin. Da muss man jetzt, ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie mal lösen kann oder sollte, aber an sich läuft ja jetzt alles über Akkus oder es soll immer mehr in Richtung Akku gehen und jetzt funktioniert das nicht mehr automatisch. Vielleicht mit einem kleinen Bluetooth-Signal oder sonst irgendwas, dass das mal übertragen werden kann. Ich weiß es nicht. Ansonsten müsst ihr halt kurz ein- und wieder ausschalten. In diesem Sinne, das war das Unpacking des Einhell TEVC 2025 SACL. Kompakt, knapp und kurz, wie immer von uns. Wir wünschen euch viel Spaß und viel Freude beim Saugen. Und bis bald. Ciao, ciao, ciao.